Hey, ich bin Basti von Geekpunkt und heute wieder Der Pile ist geil. Die besten Brettspiel-Tops und Flops, wo es gibt, auf YouTube und live auf Twitch. Schön, dass du On Demand eingeschaltet hast. Schön, dass ihr live dabei seid. Ich habe ein ganz interessantes kleines Spielchen mitgebracht. Das hatte ich im Flohmarkt in der Hand und habe mir gedacht, wisst ihr was, das geht nicht in den Flohmarkt, das schnappe ich mir selber. Das wollte ich mir mal angucken, weil ich das Cover schon immer so geil fand. Im Englischen heißt das Spiel Final Touch, aber ich finde im Deutschen den Namen eigentlich noch geiler, denn im Deutschen heißt das Spiel Mona Klexer. Was für ein schlimmer Name, aber was für ein witziges Cover auf jeden Fall. Wir gucken mal drauf, denn wir haben auf dem Cover eine Mona Lisa, die einen Pinsel im Gesicht hat. Das ist doch schon mal durchaus witzig. Das Ganze hier so als Bilderrahmen designt. Das ist aber auch erstmal das Hübscheste auf den ersten Blick, denn ich war ziemlich abgefuckt, als ich das Ding aufgemacht habe. Ich zeige euch mal, warum ich ziemlich abgefuckt war. Ich meine, das Spiel ist von 2016. Man hat es ja nicht besser gewusst, aber passt mal auf. Wenn ihr euch dieses Spiel kauft und ihr macht es auf, dann seid nicht irritiert. Ich zeige euch mal kurz was. Ihr macht das auf und dann sagt ihr als erstes, was ist denn hier los? Da ist ja noch Platz. Okay, sie haben Platz für eine Erweiterung gelassen oder gesleevte Karten. Okay, ich hole mal die Karten raus. Okay, ich hole mal diese Karten raus. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr das auf der Kamera sehen könnt, aber ich zeige euch mal dieses Tiefziehteil von unten, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Ich könnte das jetzt ausmessen, aber das sind locker 4 cm Luft unter diesem Tiefziehteil. Wenn ich das, was hier dabei ist, in die Packung tue, dann ist da so viel drin. Das ist das luftigste Spiel, was ich seit langem mal wieder in der Hand hatte. Erinnert mich fast schon hier so an dieses Exploding Minions, was auch so traurig ist. Also dieses Plastiktiefziehteil in dieser Schachtelgröße versteht niemand. Also wirklich niemand. Das ist leider sehr traurig und nicht mehr zeitgemäß. Ich schiebe es auf 2016. Heutzutage sollte man sowas nicht mehr machen, aber ich finde es ein bisschen schade. Bitte ein Re-Release anders machen. Das ist wirklich nicht schön. So. Spielprinzip ist aber eigentlich ganz lustig. Was haben wir? Jeder bekommt solche Karten auf die Hand, 5 Stück an der Zahl. Da sind einfach Pinsel drauf in unterschiedlichen Farben. Ja, wir haben Pinsel in unterschiedlichsten Farben. Das ist das ganze Deck. Kartenqualität, sehr gute Karten. Also so Leinenfinish, sehr gute Kartenqualität. Sagen wir einfach mal, ich hätte jetzt diese 5 Farben auf der Hand. Der Rest wird hier als Nachziehstapel hingestellt. Und dann haben wir hier diese Karten. Die sind beidseitig. Die haben auf der einen Seite Aufträge. Und auf der anderen Seite fertige Gemälde. Die fertigen Gemälde, da sage ich dann noch was dazu. Aber hier sind so fertige Gemälde. Und die Idee ist, wir sehen schon den nächsten Auftrag. Aber erstmal geht es hier um diesen Auftrag. Und zwar könnt ihr euch das so vorstellen. Wir sind 2 Maler. Wir spielen das jetzt einfach mal zu zweit. Und die wollen dieses Bild vollenden. Weil der Auftraggeber sagt, er hätte gern ein Bild. Und da hätte er gerne 2-mal gelbe Farbe drauf, 2-mal braune Farbe drauf. So. Das heißt, unser Spiel ist es jetzt einfach, die richtigen Farben für das Bild zu sammeln. Das Problem ist nur, wir wollen natürlich das Bild selber vollenden und nicht, dass unser Gegner das Bild vollendet, denn wir möchten die 4 Siegpunkte, die es jetzt für dieses Gemälde gibt, abgreifen. Das heißt, ich wäre jetzt zum Beispiel dran und würde jetzt zum Beispiel eine gelbe Farbe legen. Dann hat man schon mal ein bisschen gelb und dafür kann ich nachziehen und der nächste Spieler wäre dran. Jetzt sagen wir mal, das ist die Hand vom nächsten Spieler. Der könnte jetzt natürlich wieder gelb und braun legen, aber so langsam läuft man ja Gefahr. Ich kann mich mehr als eine Karte spielen, wenn sie passt, dass ich das Bild instant vervollständige. Das heißt, man möchte vielleicht nicht, dass das Bild fertig wird, sondern möchte sabotieren. Deswegen Mona Klexer. Das heißt, der kann eine Farbe nehmen, die nicht zum Bild passt und das einfach auf die andere Seite spielen und hat jetzt das Bild einfach beschmiert. Da darf man immer nur eine Farbe nehmen und zieht wieder nach. So, jetzt könnte ich zum Beispiel die beiden spielen. Ich mache das einfach mal, weil ich mich das traue. Bild ist immer noch da und ich ziehe wieder 2 nach. So geht es halt die ganze Zeit weiter, bis eins von 2 Sachen passiert. Zum Beispiel mein Gegner würde jetzt vielleicht wieder das Bild beschmieren, weil er nicht die passenden Karten hat. So, jetzt gibt es 2 Sachen, die passieren können irgendwann im Laufe des Spiels. Variante 1, das Bild wird vervollständigt. Ich mache das einfach mal. Ja, also ich spiele eine braune Karte aus, weil ich sie hätte. Das Bild wäre vervollständigt. Dann bekomme ich diese Karte und ich drehe sie um. Das heißt, ich hätte jetzt dieses wunderschöne Gemälde vervollständigt und es ist 4 Punkte wert. Ich lege es zu mir. Es kann aber auch passieren, dass die dritte falsche Farbe gespielt wird. Auch vielleicht, weil ich es muss, weil ich nicht anders kann. Und in dem Augenblick ist das Bild versemmelt. Jetzt haben wir zu viel falsche Farben gesammelt. Das Bild ist also leider unnutzbar und wird abgeworfen. Jetzt bekommt der Gegner die Karte. Allerdings bekommt er dafür immer noch 2 Punkte. Also er darf sie nicht umdrehen.
Er behält sie auf dieser Seite, aber sie ist trotzdem 2 Punkte wert. Denn wir spielen so lange, bis einer 25 Punkte gesammelt hat oder $25.000, wie auch immer du das sehen willst. Und wer halt das zuerst erreicht, der hat das Spiel gewonnen. Ansonsten wird hier wieder abgeworfen, neue Karte ausgelegt etc. Was ich ganz lustig finde, sind diese fertigen Bilder. Die sind nämlich nicht 1:1, sondern die sind einfach von bekannten Bildern inspiriert. Also hier zum Beispiel ist eine Wurst auf der Kelle. Was ich auch ganz spannend finde, immer wenn es eigentlich nackte Frauen geben müsste oder nackte Männer, sind die auf einmal alle angezogen oder haben irgendwelche Dinge vor sich. Das heißt, hier wurden auch die Bilder so geändert, dass hier zum Beispiel dieses weltbekannte Bild, wo hier lustigerweise alle Frauen nackt sind, während die Männer angezogen sind, dieses Picknickbild, auf einmal hat die natürlich ein Bikini an, obwohl sie eigentlich sonst nackt auf diesem Bild gewesen wäre und so. Da hat man hier also sehr witzig illustrierte Karten. Hier fliegt zum Beispiel eine dicke Fliege auf dem Bild oder so. Oder hier die Männer haben auch alle so ein Tiger-Tanga an. Das ist schon ganz nett gemacht. Das Spiel ist insofern ein bisschen kritisch, weil es heißt, man spielt von 2 bis 4 Leuten. Passt auf. Zu zweit geht das gut. Zu viert spielt man das in Teams. Zu dritt wird es ein bisschen durch eine Sonderregel gelöst. Das ist ein seltsames Spiel. Also von der Spielerzahl. Das steht aus meiner Sicht auch nicht eindeutig genug drauf. Da steht 2 bis 4 Spieler. Ich finde, es ist ein 2-Personen-Spiel, lustigerweise. Weil diese Team-Variante fühle ich gar nicht. Es ist ein reines 2-Personen-Spiel und da ist es ein Riesenglücksfest. Ja? Ich habe es gespielt mit meinem kleinen Sohnemann, der ist in der 3. Klasse. Für den hat das gut funktioniert. Der fand das ganz lustig und hatte seinen Spaß gehabt, wobei der diese Metaebene der Bilder vielleicht gar nicht so sehr versteht. Aber für den war das ein nettes, einfaches Kartenspiel, was man spielen kann. Ich habe im Chat ja auch gelesen, für Farbenblinde spielbar, weil da Symbole drauf sind, nicht nur Farben, korrekt. Für Kinder aber auch super spielbar, weil die ja nicht viel machen müssen. Die spielen ja einfach nur Farben aus. Also Regelset auf Kinderspielniveau. Ich hatte mir eigentlich mehr Partyspiel erwartet von dem Spiel. Und deswegen bin ich vielleicht enttäuscht worden, weil es überhaupt nicht Partycharakter hat. Es ist ein sehr einfaches Spiel. Es lebt sehr von dem Artwork, aber du kannst sehr wenig beeinflussen. Du kannst natürlich so ein bisschen sagen, ich schmeiße eine schlechte Farbe weg und dann so, um da schon mal ein bisschen den Haufen voll zu machen. Aber letztendlich, wenn du die falschen Farben ziehst, dann hast du Pech gehabt. Und du kannst dieses Spiel relativ schnell gewinnen. Also ich habe die erste Runde gewonnen. Da hatte ich einfach 3 Bilder abgeschlossen. Das heißt, die Spielzeit war auch sehr kurz. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das ein bisschen strategischer auslegen wollt, vielleicht zu sagen, ihr spielt nicht bis 25 Punkte, sondern ein bisschen mehr, weil ihr dadurch vielleicht den Glücksfaktor ein bisschen rausnehmen könnt, auch wenn dann die Spielzeit länger wird. Aber am Ende geht es ja wirklich nur darum, hast du zufälligerweise jetzt die richtigen Farben, wie die, die da auf dem Poster jetzt hier oder auf der Leinwand halt gesucht werden. Das war schon sehr glücksfestlastig. Deswegen sage ich, es ist deutlich mehr Kinder- als Erwachsenenspiel, weil Kinder mögen so Glücksspiele. In der Erwachsenenrunde vor allem als 2-Personen-Glücksspiel finde ich seltsam. Also finde ich sehr, 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 sehr seltsam und ist für mich auch eine Range so, wo ich sage, habe ich zwar kein Spiel im Regal, aber brauche ich eigentlich auch kein Spiel im Regal. Also ich brauche kein 2-Personen-Glücksspiel im Regal. Ich wüsste nicht, warum. Und da steht Mona Kleckser jetzt so ein bisschen da. Ich habe vorhin schon im Chat gelesen, ja, Gurkenalarm. Ja, ob man das jetzt gleich als Gurke bezeichnen möchte, es ist halt einfach Failure by Design, wie es so schön heißt. Also man hat hier ein Spiel kreiert, was einfach keine gute Zielgruppe hat. Also der Meta-Humor wäre was für Erwachsene. Die bräuchten aber ein bisschen mehr strategische Tiefe als bei einem Kinderspiel. Und dann ist halt ein 2-Personen-Ding. Ein 2-Personen-Kinderspiel fühle ich halt gar nicht. Dass ich es zu dritt und zu viert nicht so gut spielen kann, ist einfach auch seltsam. Also für mich ist es ein Spiel, was leider in eine Nische reinschlägt, die es nicht gibt. Also es gibt für mich keinen Markt für dieses Spiel. Vielleicht hast du so einen Markt. Vielleicht sagst du, hey, ich und mein Partner, wir spielen super gerne Glücksspiele. Ja, wir spielen am liebsten Mäxchen den ganzen Tag und würfeln und hahaha. Ja, dann hol dir Mona Kleckser. Aber vielleicht nicht mit so viel Luft, vielleicht gebraucht irgendwo oder so. Nicht bitte neu im Laden, nicht unterstützen, dass die so viel Luft da reinmachen. Ansonsten tue ich mir schwer, eine Empfehlung für Mona Kleckser abzugeben. Das ist ein ganz nettes Ding. Jo, es funktioniert mechanisch, aber es hat halt null Tiefe. Also wirklich null Tiefgang, was ein bisschen schade ist. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr erwartet. Und wenn es nur Interaktion oder mehr Spieler, mit denen ich spielen kann oder was auch immer gewesen wäre. Aber so bleibt das leider unter meinen Erwartungen. Und Mona Kleckser ist leider ein versautes Kunstwerk. Tut mir leid. Bisschen zu viel Farbe. Das Ding ist Flop. Ja, hat mich nicht so ganz abgeholt. Aber abholen ist ein schönes Wort, denn ich hole mir was ab hier auf der Liste. Denn es ist ein Gebrauchtkauf. Hallo Flohmarkt.
Da freuen wir uns doch drauf. Das heißt, da hole ich mir einen Miepel rein auf den Gebrauchtkauf. Besser gebraucht als nicht gebraucht. Das ist doch schon mal super. Kann ich für was anderes noch was kriegen mit Buch? Nee, Popkultur Deluxe Re-Release. Volle Schachtel. Nein, da gibt es keine Punkte. Gut. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, Leute. Dann schreibt mir doch in die Kommentare, habt ihr Mona Kleckser schon gespielt? Braucht ihr so ein Spiel? Habt ihr da Bock drauf? Für mich wird es wahrscheinlich wieder zum Flohmarkt huschen. Das ist, glaube ich, ein Spiel, was bei mir nicht in der Sammlung bleibt, leider. Tut mir ein bisschen leid, weil die Idee klingt spannend. Das Spielprinzip ist ganz nett. Aber ganz nett ist die Schwester von Scheiße und ich habe halt ganz viele Schwestern hier im Regal. Das ist leider nicht das Spiel, das ihr sucht. In diesem Sinne, wir machen auf Twitch weiter und ich sage tschüss, YouTube, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herr Doktor, Herr Doktor, oh, ich hab so Schmerzen hier. Was haben Sie denn da für mich? Soll ich vielleicht hier klicken? Schafft mir das vielleicht ein bisschen Linderung? Oder ich habe es ja auch hier mit dem homöopathischen Video auf dieser Seite versucht. Können Sie mir denn nichts verschreiben? Vielleicht ein Abo?